Natur, ein Feuchtgebiet im südlichen Afrika. Leider gibt es hier aber auch besonders viel Ärger zwischen wilden Tieren und Menschen. Löwen und Elefanten haben Hunger, die Bauern haben Angst um ihr Vieh und ihre Felder. Und deshalb machen sie regelmäßig Jagd auf ihre wilden Nachbarn. Gleichzeitig versuchen aber Wissenschaftler und Naturschützer, die wilden Tiere im Caprivi-Streifen zu beschützen. Ein offenbar unlösbarer Konflikt. Oder vielleicht doch nicht? Ich bin auf dem Weg in eines der tierreichsten, aber gleichzeitig unbekanntesten Naturschutzgebiete Afrikas, den Mamili-Nationalpark. Dieser noch junge Park liegt im Caprivi, einem schmalen Landstreifen im Nordosten Namibias. Also das sieht doch mal nach Elefant aus. Dieser Nationalpark, der liegt im größten Elefantenverbreitungsgebiet der Welt. Insgesamt reden wir hier von ungefähr 50.000 Elefanten, die durch diese Landschaft im südlichen Afrika ziehen. Das ist zwar auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite aber auch ein großes Problem. Denn hier sieht man, was ein Elefant so alles anrichten kann. Die können, wenn sie zu häufig in einem Park auftreten, die ganze Landschaft verwüsten, alle Bäume umknicken und tragen dann zur Savannenbildung bei. Und für die Landwirtschaft der angrenzenden Bevölkerung ist das natürlich auch eine Katastrophe. Obwohl der Nationalpark schon 1990 gegründet wurde, ist er bisher noch kaum erforscht. Erst seit knapp einem Jahr steht die Hanini Research Station mitten im Busch. Der Nationalpark liegt alles andere als verkehrsgünstig. Und so brauche ich knapp 2 Tage, um überhaupt hinzukommen. Das hier, das ist ein Elefantenzaun. Sieht ziemlich popelig aus, 2 so dünne Drähte gegen 4 Meter große Tiere. Hilft aber, denn Elefanten mögen keinen Lärm. Hey, Frau Swar, bist du's? Hallo, Dirk, ja. Wie geht's? Hi. Gut, und dir? Great, how are you today? Fantastic. Frau Swar ist hier der Chef vom Raubtierüberwachungsprogramm im Mamili-Nationalpark. Und was das alles eigentlich soll, das frage ich ihn doch einfach selber. Hey, Frau Swar, hallo, Dirk. Suchst du Löwen da oben? Nein, nur Wasser. Was erforscht eigentlich dein Raubtierprojekt? Wir erforschen den Konflikt zwischen Menschen und Wildtieren und wie beide harmonisch zusammenleben können. Der Park liegt doch hinter dem Elefantenzaun da, oder? Stimmt. Ich wollte übrigens gerade meine Rundfahrt zwischen Park und Schutzgebiet machen. Ja, ich kann mich auch noch später ausruhen. François gilt mit seinen 29 Jahren schon als ein sehr erfahrener Wildbiologe. Wir patrouillieren entlang der Grenze des Nationalparks. Zäune, wie in anderen Parks, die gibt es hier nicht. Wie viele Elefanten ziehen hier denn jährlich durch? Allein in diesem kleinen Park im Caprivi zählen die Forscher zu dieser Jahreszeit um die 5000 Elefanten. Sie ziehen jetzt am Ende der Trockenzeit hier durch. Aber auch sonst ist das ganze Gebiet die Heimat des größten Bestands an frei umherziehenden Elefanten der ganzen Welt. Und es gehören 5 verschiedene Länder zu ihrem Territorium. Nämlich, wenn ich mich recht entsinne, Zimbabwe, Sambia, Namibia, Botswana und Angola. Genau. Warum kommen die Tiere eigentlich alle hierher? Hier gibt es das ganze Jahr über Wasser. Deshalb kommen die Tiere aus den trockeneren Gebieten ihrer jeweiligen Länder in den Park und versammeln sich an den Wasserstellen. Wenn du fährst, kann ich aufs Dach steigen und Ausschau nach ihnen halten. Okay, kein Problem. Die hat dann keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Ich habe schon ganz andere vom Dach geschmissen. Okay. Das einzige menschengemachte Bauwerk im Park ist eine Brücke. Eine Eigenkonstruktion von François. Beim TÜV würde man zwar graue Haare kriegen, aber sie funktioniert. Dirk?
Dirk links und Nilpferde. Vor den Flusspferden müssen wir uns in Acht nehmen. Die Riesen sind zwar Pflanzenfresser, aber extrem humorlos. Und sie mögen keine Menschen. Vor allem, wenn die mit dem Geländewagen mitten durch ihre Badewanne fahren. Die vielen Wasserlöcher im Park sind Anziehungspunkte für Elefanten. Besonders der knapp einen Monat alte Nachwuchs genießt die Erfrischung. Dass wir ihn dabei zuschauen, stört die Tiere offenbar überhaupt nicht. Nach einer Stunde Fahrt und mehreren Flussdurchquerungen entdecken wir eine Gruppe von etwa 300 Elefanten. So gelassen wie die sind, kommen die sicher aus Botswana. Entspannte Elefanten sind aus Botswana? In Botswana sind die Wildtiere sehr gut geschützt, weil sie die Haupteinnahmequelle des Landes sind. Es gibt nur wenig Wilderei und die Tiere leben weitgehend ungestört. Deshalb sind sie so entspannt im Umgang mit Menschen. Wir können ziemlich dicht an sie ran. Angolanische Elefanten sind da ganz anders. In Angola werden Elefanten noch für Elfenbein geschossen. Sie sind sehr unruhig und misstrauisch gegenüber Menschen. Wenn das angolanische Elefanten wären, könnten wir nicht halb so dicht ran und sie würden trotzdem noch weglaufen. Sie lernen diese Verhaltensweisen meist schon von den Eltern. Das richtige Verhalten in ihrer heimischen Umgebung wird über Generationen weitergegeben. Elefanten leben normalerweise in kleineren Gruppen. Hier haben sich aber mehrere Familien zusammengetan. Nur auf ihrer jährlichen Wanderung von Süden nach Norden schließen sie sich zu solch riesigen Herden zusammen. Warum genau das so ist, keiner weiß es. In einigem Abstand zur Herde entdecken wir einen verletzten Elefanten. Da stimmt was nicht. Er lahmt auf dem Hinterbein. Wahrscheinlich ist es gebrochen. Dieser Elefant ist schwer verletzt. Mit dem gebrochenen Bein könnte er ein Problemtier werden. Du meinst, wenn er auf Menschen trifft? Er könnte aggressiv werden, weil er Schmerzen hat. Man sieht ja, dass er extrem leidet. Oh, das muss extrem wehtun. Wahrscheinlich muss das Tier erschossen werden. Später werden wir die Ranger informieren, aber dazu müssen wir erst mal zurückkommen. Und das ist gar nicht so einfach, mit einer Herde Büffel im Rücken. François kennt die Herde. Eins der Tiere trägt ein Sendehalsband. François will es kontrollieren. Jetzt bilden sie eine Mauer zur Abwehr. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können entweder auf uns losgehen oder weglaufen. Aber jetzt haben sie sich entschieden, ihre Herde zu schützen. Also sind wir schon in ihrer Sicherheitszone? Genau. Wenn man ihnen genug Freiraum lässt, entfernen sie sich. Aber sobald man ihnen zu nahe kommt, haben sie das Gefühl, sie müssten sich verteidigen. Das siehst du jetzt. Sie haben keine Angst vor uns. Die müssen nämlich keine Angst haben. Das ist das drittgrößte Tier, das es hier im Mamilien-Nationalpark gibt. Hinter den Elefanten und den Hippos, also den Flusspferden, den Giraffen und Nashörner, die sind hier schon vor langer Zeit von Wilderern ausgerottet worden. So ein ausgewachsener Bulle da, so ein richtig großer, der kann 800, 900 Kilo wiegen. Das ist echt eine Menge. Glücklicherweise müssen wir auch nicht näher ran, denn François entdeckt das Sendehalsband schon aus sicherer Entfernung. Vor einiger Zeit haben die Rinder sich bei den Büffeln mit Krankheiten angesteckt. Und die Hälfte aller Rinder ist verendet. Auch das ist ein Konflikt zwischen den großen Herden von Weidetieren und den Menschen am Rand des Nationalparks leben.
Durch die Sender weiß man immer, wo die Büffel sich gerade aufhalten. Und die Rinderzüchter können dann diese Gegenden meiden. Denn darum geht es im Projekt. Wildtiere sollen möglichst selten auf Vieh oder Menschen treffen. Ich habe François in der Station abgesetzt und fahre Richtung Dorf. Die Regenfälle der vergangenen Tage haben große Teile der Gegend unter Wasser gesetzt. Knapp 40.000 Menschen wohnen rund um den Nationalpark. Und fast alle von ihnen leben von Ackerbau und Viehzucht. Stellen Sie sich mal für einen kleinen Moment vor, Sie seien ein Elefant, mitten in der Trockenzeit, im Umkreis von vielen Kilometern, kein einziger grüner Halm mehr. Und dann kommen Sie hier vorbei, an diesem grünen Kohlbeet. Natürlich bricht der Elefant dann durch den Zaun, plündert das Beet und hat von diesem Moment an einen Feind mehr, nämlich den Bauern, der sich so einen Verlust überhaupt nicht leisten kann. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Tote und Verletzte. Durch Löwen, Elefanten und Krokodile. Diese Zwischenfälle sind zwar selten geworden, weitaus häufiger kommt es aber zu Angriffen auf die Rinder. Die vielen Wunden der Tiere zeugen von solchen Begegnungen. Ich treffe Chucks, einen 14-jährigen Kuhhirten aus Malengalenga. Er zeigt mir die Verletzungen, die sich seine Rinder im Busch geholt haben. Diese Wunden hier, die stammen von einer Hyäne. Ich frage den Jungen, ob er sich selbst jemals gegen Löwen oder Hyänen verteidigen musste. Klar, sagt er, hierbei, als das passiert ist. Ich war mit den Rindern draußen zum Weiden. Da haben Hyänen die Rinder angegriffen. Und da musste ich halt mit dem Stock auf sie los. Hab einfach zugeschlagen, bis sie weggelaufen sind. Viele Angriffe finden nachts statt. Julia Gädke, ein junge Deutsche aus dem Team von François, hilft den Menschen dabei, ihre Dörfer löwensicher zu machen. Bei diesen Dorn, da hat er auch ein Löwe schlechte Laune, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn er richtig Hunger hat, dann macht ihm das nichts. Der springt einfach rüber. Also dieser Zaun ist nicht gut? Nee, das ist traditionelle Bauweise. Der Löwe kann die Kühe sehen und die Kühe können den Löwen sehen. Also bricht eine Panik aus und die Kühe können raus. Ah ja, und dann kriegen die eine Panik und dann brechen die durch den Zaun. Genau. Die Struktur dahinter ist aber schon relativ hoch, ne? Ja, da haben sie jetzt angefangen. Wir sind dabei, Workshops zu machen und denen zu erklären, dass halt geschlossene Zäune besser sind. Der so Löwe wie der kann hier nicht reingucken. Genau, hier sieht man, hat der Löwe keinen Blickkontakt mehr mit den Kühen. Und das ist auch eine traditionelle Bauweise, kommt aber aus Tansania. Aber die Leute versuchen das jetzt zu übernehmen. Also Löwenschützen heißt hier auch Fortbildung für Bauern machen. Genau. Ah ja. Chucks, der Hirtenjunge, treibt seine Herde wieder zum Weiden in den Busch. Nur mit seinem Stock bewaffnet. Julia und François treffen sich unterdessen mit der neu gegründeten Wildtierüberwachungseinheit. All diese Männer waren bis vor kurzem selber Wilderer und haben nun die Seiten gewechselt. Der Weg vom Bock zum Gärtner war aber nicht weit. Denn als Wilderer hat man im Caprivi kein schönes Leben. Als Wilderer muss man immer mit den Wildtieren und den Rangern rechnen. Wenn man was erbeutet hat, muss man befürchten, dass die Ranger die Gewehrschüsse gehört haben und einen verhaften, sobald man sich schlafen gelegt hat. Und wenn man Fleisch erbeutet hat, können nachts die Löwen kommen und angreifen. Man muss ständig damit rechnen, von Raubtieren attackiert und von Rangern aufgegriffen zu werden. Und das Tag und Nacht. Fresh und seine Kollegen sollen herausfinden, ob Raubtiere in der Nähe der Siedlungen sind. Für mich wäre das unmöglich, aber Fresh hat 30 Jahre vom Wildern gelebt. Er ist ein Ass im Spurensuchen. Hier sind die Spuren. Du musst nur genau hinsehen. Hier ist einer. Und da. Ein Leopard? Ein junges Männchen. Weil die Spur klein ist? Ja, ziemlich. Und wo ist er jetzt? Gleich da drüben. Woher weißt du das? Du musst nur die Spuren lesen.
Daran erkennst du, dass wir schon ganz nah dran sind. Na dann, nix wie hinterher. Da lang? This way? Ja, genau. Ich sehe nichts. Nicht so schnell, sonst siehst du nur Gras. Das ist nicht so einfach. Siehst du? Ah, hier. Ach, da, jetzt sehe ich's. Immer noch da lang? So still this way? Ja, still this way. Hast du mal einen Leoparden geschossen? Ja, als ich noch Wilderer war. Wem hast du ihn verkauft? Wer bezahlt dafür? Ich war halt Wilderer. Ja, ja, aber irgendwie musst du doch auch Geld damit verdient haben. Wir haben aber nur das Fleisch genommen. Die Haut haben wir gleich weggeworfen. Und das Fleisch haben wir später zu Hause gegessen. Ihr habt das Fleisch gegessen und das Fell weggeworfen? Ja, genau. Ein Leopardenfell? Ich dachte, das ist das Wertvollste daran. Ja, du musst ja der schlechteste Wilderer der Welt gewesen sein. Komm mit, hier lang. Hast du als Wilderer besser verdient oder bekommst du als Ranger im Tierschutzgebiet mehr Geld? Als Ranger bekommt man mehr Geld. Das finde ich gut. Ja, denn als Wilderer hat man kaum genug für die Familie. Wenn ich dem Leoparden sage, was du früher gemacht hast, dann frisst er dich. Erzähl ihm das bloß nicht. Wo ist er eigentlich? Er muss ganz in der Nähe sein. Okay, let's go. Okay, aber du gehst vor. We got together. Yeah. Hier ist die Spur. There is the spur. You see? Yeah. Also da lang. This way. Yeah. This way. Genau, da lang. Und das ist genau die Gegend, in der man eigentlich einem Leoparden nicht begegnen will. Hohes Gras, ungefähr in der Farbe seines Fells, da drin ist er perfekt getarnt. Wenn der jetzt da drin steckt, dann haben wir eigentlich gar keine Chance, ihn zu entdecken. If you walk like that, wenn du so weitermachst, frisst dich der Leopard. Okay, dann geh du vor. You first. Yeah, you come komm mit. Along, yes, yeah, come along. Aber an dieses Händchen halten, daran gewöhne ich mich irgendwie nicht so. Sag mal, warum halten wir eigentlich Händchen? Ich weiß ja, dass du noch unerfahren bist. Wenn ich dich allein lasse, läufst du einfach los, ohne zu wissen, wohin. Da hat er natürlich recht. Okay, you are right. Ja. Du musst auf den Boden gucken. Da ist was. Was ist das? Ein Leopard. Wir dürfen jetzt keinen Lärm machen, sonst greift er noch an. Ich hoffe, der hatte schon gegessen. Meinst du, der hat Hunger? Wir müssen ganz vorsichtig sein. Noch vor ein paar Jahren wäre eine Begegnung zwischen Fresh und einem Leoparden für einen von beiden tödlich gewesen. Heute ziehen sich beide zurück. Bei bedrohten Tierarten denkt man ja meistens an die Großen, an Nashörner, Löwen oder Leoparden. Steppenschuppentiere sind aber noch viel seltener. Fresh hat zufällig eines entdeckt und jetzt muss alles ganz schnell gehen. Denn wir sind neugierig geworden und wollen das Exemplar genauer inspizieren. Diese Art hier, die offenbar überhaupt keine Angst vor uns hat, die ist wirklich hochgefährdet. Wie viele gibt es hier noch davon? Wir sehen sie nur etwa einmal im Jahr. Sie sind sehr selten. Die Verteidigungsmethode dieser Tiere, die ist wirklich eindrucksvoll. Die Platten sind so geformt, dass die Tiere einfach eine perfekte Kugel bilden können. Und dann sind sie von allen Seiten durch ihren Plattenpanzer geschützt. Und müssten eigentlich vor keinem Angst haben. Sie werden wegen ihrer Schuppen gejagt und nach Asien exportiert. In der traditionellen Medizin gelten sie als sehr wertvoll. Man verkauft sie aber auch lebend oder fresh. Ja, wir haben sie früher auch lebendig verkauft. An Einheimische oder an wen? Auch an Weiße. Oder wir haben das Fleisch gegessen. Ah, ach so. Siehst du die Krallen? Hier sieht man sie. Es gibt eine große Nachfrage nach lebenden Exemplaren. Bye bye.
Als Haustiere. Gibt es hier in der Gegend noch viele Wilderer? Ja, es wird immer noch gewildert. Aber die Wilderei hat schon deutlich abgenommen, seit unsere Tierschutzmaßnahmen greifen. Und wegen der Ranger. Ganz besonders deshalb. Es wird dunkel. Sollen wir nicht zurück? Na, bevor die Löwen kommen. Oh, yes. We don't need to hold hands this time. Hier im Nationalpark, da gibt es natürlich weder Bushaltestellen noch Verkehrsschilder. Es gibt noch nicht mal vernünftige Landkarten von dieser Gegend. Wenn man sich also mit jemandem verabredet, dann tut man das zum Beispiel an einer Flussbiegung oder an einem besonders auffälligen Baum. Und die auffälligsten Bäume von allen, das sind natürlich die Baobabs. Und bei dem Baobab da drüben bin ich jetzt verabredet, und zwar mit Peter Schütte. Der ist zwar nicht gerade Wildlife-Experte, aber der weiß alles über Landkarten und Satellitennavigation. Hey! Hallo Dirk, hast du es gefunden? Ja, ausnahmsweise habe ich mal was gefunden. Super. Wie bist du mit deiner Landkarte? Ja, immer noch viel zu tun, aber ein bisschen habe ich schon geschafft. Den Baobab-Baum schon eingegeben? Gerade als ich dich habe kommen hören, ins GPS eingegeben, wollte mir gerade noch ein paar Notizen machen, habe ich auch schon fertig, gerade eingegeben. Wie kann es denn eigentlich sein, dass es im 21. Jahrhundert von irgendeiner Gegend auf dieser Welt noch keine ordentliche Landkarte gibt? Naja, das erklärt sich alleine schon durch deine Anreise hier in den Caprivi. Die ist alleine schon unheimlich lang und beschwerlich gewesen. Dementsprechend sind wir hier wirklich in der letzten Ecke von Afrika, wo es wenig Leute gibt. Und wir sind hier nicht in Deutschland, die 100 Leute in einem Kartenamt haben, die rausgehen und kartieren. Von daher ist das einfach unheimlich beschwerlicher und hat eine größere Logistik. Du musst eine größere Logistik aufwenden, um das Ganze halt zu kartieren. Von daher gibt es noch nicht so viel. Und ich nehme an, so mit Zeichenbrett und Buntstiften ist das nicht mehr so. Zeigst mir mal, wie das geht heutzutage. Ja klar, ich habe hier mein GPS, mein Laptop, wir können gerne mal ganz gerne mitkommen. Ich setze mich da rein und gucke einfach mal, was du so treibst. Ich begleite die ersten Schritte auf dem Weg vom weißen Blatt zur Landkarte. Was du hier siehst, ist sowas wie die A1 in Deutschland. Ah ja, die A1, okay. Wo ist denn der Mittelstreifen? Achso, da fahren wir drauf. Sag mal, die ganzen Biologen, Naturschützer, Ökologen, die Nationalparkverwalter, die Ranger, die können auch ohne eine vernünftige Landkarte alle gar nicht arbeiten, oder? Ja, ja, genau, deswegen mache ich das ja hier. Also du musst dir vorstellen, nach der Regenzeit erkennst du ja nichts wieder. Du siehst vielleicht diesen Weg noch, aber weiter hinten und die kleineren Wege, die sind weggeschwemmt oder stehen unter Wasser oder 2 Meter hohes Gras. Und das heißt, man sucht sich jede Saison einen neuen Weg und allein die Wege sind ja schon wichtig, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und das hat ja auch Auswirkungen auf die Tiere, auf die Wanderrouten zum Beispiel. Wir arbeiten ja nicht nur im Nationalpark, sondern auch draußen in den Dörfern, in den Siedlungen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil dieser Nationalpark ist ja nicht umzäunt und selbst wenn, die Tiere halten sich ja nicht an die Zäune. Peter aus Bremen ist in einem Nationalpark unterwegs, der doppelt so groß wie seine Heimatstadt ist und kein einziges Verkehrsschild hat. So, hier müssen wir mal kurz raus. Was gibt's jetzt hier ein? Das ist der Punkt, an dem wir nicht weitergekommen sind. Nee, hier ist eine Brücke. Hier ist eine Brücke. Also in Deutschland wäre hier eine Brücke, hier im Caprivi nicht. Von daher gebe ich jetzt sofort ein. Hier ist es sofort. Ja. Du bist ja in einem Forschungsprojekt für 3 Monate hier. Ja. Wie viele Wegpunkte kommen dabei raus? Das ist schwer zu sagen, aber ich schätze mal, was ich hier so gesehen habe, werden das ein paar Tausend werden, vielleicht 4.000, 5.000? 5.000 Wegpunkte? Ja. 5.000? Ja. Und die gibst du alle da ein? Die gebe ich alle hier ein und lade dann runter an den Computer. Du musst als Kind schon schnitzeljagdsüchtig gewesen sein. Ich hab's geliebt. Komm, lass uns weitermachen. Okay. Ja, dann fahren wir da durch. Ja. Wahrscheinlich ertrinken wir darin. Das können wir dann eingeben. Wegpunkt Nummer 2, hier sind wir ertrunken. Das ist sautief. In der Regenzeit wird das Wasser noch höher stehen. Die Savanne wird dann für noch mehr Tiere zum Lebensraum und für Menschen kaum noch zugänglich. Am nächsten Tag bin ich mit François auf dem Weg zur Nationalparkverwaltung. Wir wollen die Ranger über den verletzten Elefanten informieren. So, this is hier wohnen die Ranger. Das ist die Mameli Ranger Station. Die einzige Station? Nein, es gibt 2 und beides sind Zeltlager.
tented ranger stations. Und wo sind die Familien? Ihre Frauen und Kinder leben auch hier. Wenn man Ranger hört, dann denkt man ja mal an die Bilder, die man so im Kopf hat aus den großen Parks. Etosha Nationalpark, Krüger Nationalpark. Da gibt es hunderte von Rangern, tolle Autos, Funkgeräte, Gewehre, einen Chef und jeden Monat gibt es Gehalt. Aber in diesem Park hier in Mamili, der ökologisch betrachtet ungefähr genauso wichtig ist, da gibt es das alles nicht. Denn hier kommen pro Jahr höchstens 30 Besucher her. Afternoon, Bagre. Namen Bagre. Wie geht's? How are you? Hello, good afternoon. Nabend. Nice to meet you. Okay, thanks. So, François found a. François hat einen kranken Elefanten gefunden. Kennst du die Biegung nach Paramore? Paramore. Ja. Just inside that. Da war's. Okay. It looked like his back right leg. Es sah aus, als wäre sein rechtes Hinterbein komplett gebrochen. Okay. What do you do with an elephant? Was passiert denn mit Elefanten, die alleine nicht mehr klarkommen? It might have sickness. Wenn sie krank sind oder schwere Verletzungen haben, dann müssen wir sie töten. Also, sie müssen das Tier erschießen. Ja, bestimmt. Bagray Libebe bittet uns, ihm zu zeigen, wo genau wir den Elefanten gesehen haben. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn im Dunkeln ist die Suche zwecklos. Bagray fährt bei uns mit, denn der einzige geländegängige Rangerwagen ist im Moment auf der anderen Seite des Nationalparks unterwegs. Seit 20 Jahren ist Bagray Ranger. Und jetzt muss er vielleicht zum ersten Mal ein Tier erschießen, das er eigentlich schützen will. Seine Stimmung ist deshalb nicht die beste. Okay. Ja, vollest. Try it. Also, das hier ist ungefähr die Gegend, wo wir vorhin den kranken Elefanten gefunden haben. Und jetzt müssen wir die Spuren verfolgen, um ihn wiederzufinden. Klar, Elefanten machen große Spuren, aber denen zu folgen, das ist trotzdem nicht einfach. Okay, I think we saw it. Okay, es war ziemlich genau hier, hinter dem Hügel da vorn. Okay. Wir haben ausgesprochenes Pech. Anscheinend ist die große Herde auch hier durchgezogen und hat alle Spuren verwischt und überdeckt. Uns bleibt eine halbe Stunde, aber den richtigen Elefanten finden wir nicht. Der verwundete Elefant müsste sein Bein nachziehen. Aber dieser hier ist gesund. Die Sonne geht unter und wir machen uns auf den Weg zurück. Durch das Hochwasser sind wir Stunden unterwegs und erreichen das Camp erst mitten in der Nacht. Na Peter, fleißig? Hi Dirk, ja. Ich arbeite gerade so ein bisschen den Tag auf. Das sieht ja schon wie eine richtige Landkarte aus. Naja, das ist die alte topografische Karte, die es gibt. Ich habe zum Beispiel gerade unseren Baobab eingezeichnet, wo wir uns heute getroffen haben. Aber noch nicht hier, sondern nur da. Ja, und auch sogar hier, da ist er nämlich. Das ist unser Baobab? Das ist unser Baobab. Und die Furt, wo kommt die hin? Bin ich gerade dabei, die einzuzeichnen, die müsste hier ungefähr hin. Und das Tolle daran ist, die Daten, die ich mit dem GPS aufnehme, kann ich in dieses geografische Informationssystem einfließen lassen, als Karte, Oberfläche. Und dahinter ist eine Datenbank, mit der dann die Wissenschaftler in dem Löwenprojekt ganz viel weiterarbeiten können, um zum Beispiel das Monitoring durchzuführen. Die einzelnen Punkte der Tiere kommen dann zum Beispiel auch da drauf. Aber ich würde sagen, jetzt mal Feierabend, jetzt gehen wir mal ein Bier trinken. Alles klar. So, hi guys. So. Aber du hast ja jetzt schon... Prost erstmal. Prost. Du hast ja schon solche Projekte in vielen verschiedenen Ländern begleitet. Ne? Wie kommt man dazu, dass man überall auf der Welt rumfährt und Karten zeichnet? Naja, das ist ja nur eine Komponente meiner Arbeit. Ich bin ja für Biosphere auch noch als Expeditionsleiter unterwegs, wo wir Volontäre, Freiwillige haben, die uns ja bei der Feldarbeit, bei der biologischen Feldarbeit unterstützen. Ist bei deinen 5000 Wegpunkten natürlich auch ganz wichtig. Die kannst du ja nicht alleine allein tippen. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, die Leute dabei zu haben. Aber immerhin 2, 3 habe ich auch eingegeben. Ich bin total stolz. Für alles noch überprüfen, ob die richtig sind. Ah, sag mal nicht so streng. Bonsoir! Oh, mit Betäubungsgewehr und weniger Bart. Nur kürzer. Auf in den Busch. Heute gehen wir auf Großwildjagd. Unser Ziel ist es, Löwen zu fangen, zu betäuben und ihnen dann Halsbänder mit Radiosendern umzuhängen.
So sollen nach und nach alle Löwenrudel mindestens einen Sender haben, damit man weiß, wo sie sind und ihnen aus dem Weg gehen kann. Erster Schritt auf dem Weg zum Erfolg: Wir ziehen einen alten Gazellenkadaver als Köder etwa 20 Kilometer kreuz und quer durch den Busch. Boah, das stinkt vielleicht. So. Warum schleifen wir den Kadaver eigentlich herum, statt ihn einfach in einen Baum zu binden? Je weiter wir ihn ziehen, umso stärker wird die Duftspur. Wir werfen eine Art Netz für die Tiere aus, statt nur einen einzelnen Punkt zu markieren. Ah, ein Duftnetz. Ein Duftnetz für Raubtiere. Selbst wenn eins einen Kilometer von hier entfernt ist, wittert es noch den Kadaver und folgt der Fährte. Wir haben also die besten Chancen, was zu fangen. Jetzt folgt Schritt 2. Wir schleppen den stark duftenden Kadaver zu einem freistehenden Baum. Hier wird er als Lockmittel festgebunden. Boah, das stinkt. Ja, und wie? Dass wir überhaupt so einen Kadaver verwenden müssen, dafür gibt es einen besonderen Grund. Die Tiere hier im Caprivi-Streifen, die verhalten sich nämlich völlig anders als ihre Artgenossen drüben in Botswana oder zum Beispiel im Krüger-Nationalpark in Südafrika. Dort ist die Jagd schon seit vielen Jahren verboten und es gibt jede Menge Safari-Touristen. Deshalb haben die Tiere weder Angst vor Menschen, noch laufen sie weg, wenn sie welche sehen. Beides ist hier ganz anders. Und deshalb muss ich diesen Gestank noch ein bisschen ertragen. Es ist wirklich schlimm. Mögen Löwen das echt? Fressen die überhaupt Aas? Für die ist das so wie die Dönerbude an der Ecke. Man ist unterwegs und da riecht's plötzlich lecker. Warum schlagen sie nicht jetzt zu? Wenn sie Hunger haben, tun sie das. Also besser weg hier. Besser wär's. Während der Kadaver vor sich hin müffelt, müssen wir nur noch auf die Dunkelheit warten. Müssen wir warten, bis die Sonne untergeht? Am Abend müssen wir uns sogar direkt zum Köder setzen, nur etwa 100 Meter weit weg. Sind wir denn nicht die Köder? Auch gut. Hauptsache, wir fangen was. Und markieren es dann. Alles für den Tierschutz. Uhr. Wir warten. 2 Uhr morgens. Wir warten immer noch. Und auch um 4 und um 5 Uhr warten wir. Vergeblich. Bei Sonnenaufgang ist unsere einzige Beute ein Dutzend Fliegen und die unvermeidlichen Geier. Ich bin mir nicht mal sicher, welchem Geruch die gefolgt sind. Dem Kadaver oder uns, denn wir sind verschwitzt, dreckig und ungeduscht. Tja, wie es aussieht, waren sie letzte Nacht nicht in der Gegend. Oder sie waren hier, haben uns aber gewittert. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Mein Hintern ist ganz taub. Während François für die kommende Nacht einen neuen Köder sucht, bin ich mit Lista Mutabelesi verabredet. Der ist Chefranger im Nationalpark und auf der Suche nach dem verletzten Elefanten. Ich soll ihn zu der Stelle führen, an der wir ihn zuletzt gesehen haben. Sag mal, wie weit kommt eigentlich ein Elefant auf 3 Beinen? Ach, wahrscheinlich 2 bis 3 Kilometer weit. 2 to 3 kiss. 2 to 3 kilometer. Yes. 2 bis 3 Kilometer in diesem Gelände, das kann ja einen ganzen Tag dauern. Ein bisschen Schlaf nachholen, das wird wohl wieder nix. So, hier ist jetzt mal Schluss mit Autofahren. Die Spur führt von da rüber, hier ans Flussufer, da rein. Wahrscheinlich ist der Elefant irgendwo auf deiner Seite. Wir müssen rüber, oder? Ja, wir müssen rüber, wo der Elefant rüber ist. Krokodile? Ja, die gibt's hier. Ehrlich? Der. Ja. Wir müssen jetzt also einen Fluss mit Krokodilen überqueren, um nachher einen Elefanten zu erschießen. Das ist wirklich nicht immer ein schöner Beruf. Das ist noch mal gut gegangen.
Elefantenmist. Ja, genau. Wir folgen dem verwundeten Tier. Jetzt heißt es laufen. Nach knapp einer Stunde finden wir die ersten Spuren. Und diesmal sind es die richtigen. Is this dragging? Sieht er das Bein nach? Das ist er, oder? Ja. Hier kann man es ganz deutlich sehen. Ja, er hinkt. So just pulling. Und jetzt da lang? This way? Nein, da. This way. Ich bin mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob ich wirklich zu Fuß einem verletzten Elefanten begegnen will, der Schmerzen hat und gereizt ist. Was ist das? It's an elephant. Ein Elefant? Ein Elefant? Yes. Das ist so unglaublich. Wir sind hier in einer Gegend, die flach ist wie eine Pfanne. Ein Riesenelefant, 3 Meter groß. Ich sehe nichts, aber wir hören was. We hear something. So the elephant must be der Elefant muss doch ganz in der Nähe sein. Ja, ganz nah. Deshalb hören wir ihn ja. Hast du dein Gewehr? Ja, ich bin bereit. Okay, du gehst vor. Also in diesem hohen Gras fühle ich mich total unwohl. Da kann sich alles Mögliche drin verstecken. Überall Elefanten. Nur der verletzte Bulle ist nirgendwo zu sehen. In this dung. Der Mist ist noch sehr feucht. Der ist von heute. So, it's for today. Ja, er hat hier getrunken und ist dann wieder umgekehrt. Er müsste da hinten in dem Busch sein. Should be in this bush. Die Geier sind ein untrügliches Zeichen. Irgendwo hier muss ein krankes Tier sein. Aber wir werden es heute nicht mehr finden, denn eine Büffelherde kreuzt unseren Weg. Und da mitten durchzuwollen, das wäre Wahnsinn. That was it for today, also das war's für heute. Yes, ja, morgen müssen wir es wieder versuchen und nochmal unser Bestes geben. Bist du eigentlich gar nicht müde? Lily, doch, sehr. Die Insel ist einfach zu groß. Wir haben ja versucht, sie ganz abzusuchen. Und es nicht geschafft. Ich bin total fertig, den ganzen Tag in dieser Hitze rumlaufen, aber was soll's. Morgen geht's weiter. Let's go. Lister wird noch 3 Tage und Nächte nach dem Elefanten suchen, bis er ihn schließlich doch findet und von seinem Leiden erlösen kann. Ich bin inzwischen aber längst wieder auf Löwensuche. Mittlerweile auch schon die 5. Nacht hintereinander. Es ist jetzt ziemlich genau 3 Uhr nachts. Wir haben unsere Köder hier in der Gegend verteilt und müssen regelmäßig patrouillieren, um zu sehen, ob sich eine Raubkatze ernährt. Left or right? Links oder rechts? Rechts. Und das ist ganz schön anstrengend. Zwischendurch kann man da mal eine Stunde auf dem Boden pennen, aber das war's dann auch. Wie finden wir denn überhaupt welche in diesem hohen Gras? Die sind doch perfekt getarnt. Spät am Abend oder nachts ist die beste Zeit, die scheuen Raubkatzen zu finden. Erstens verstecken sie sich tagsüber und zweitens reflektieren ihre Augen das Scheinwerferlicht. Die leuchtenden Augen können wir dann gut sehen. Da drüben, jede Menge Impalas. Impalas sind die liebste und häufigste Beute der afrikanischen Raubtiere. Raubkatzen können doch so gut sehen. Wie schützen sich denn die Impalas vor ihnen? Ihr Hauptschutz sind ihre scharfen Sinne. Sie können hervorragend riechen, hören und sehen. Und wenn sie sich als Herde zusammentun und ihre Sinne vereinen, bemerken sie die Raubtiere lange, bevor die sie überhaupt entdeckt haben. Viele Augen und Ohren. Und alle gleichzeitig. Sind doch irgendwie nervös, oder? Ja, irgendwas ist los. Man sieht es daran, wie sie jetzt reagieren. Hier muss etwas in der Nähe sein, das sie aufregt. Eine kleinere Raubkatze. Ein Serval? Ja, so sieht's aus. Wenig später bekommen wir das Mini-Raubtier dann kurz zu sehen.
Diese Wildkatze richtet aber bei der einheimischen Bevölkerung und ihrem Vieh keinen Schaden an. Deshalb ist sie kein Ziel für uns. Wir gehen auch in dieser Nacht leer aus. Die Löwen bleiben für uns ein Phantom. Bis zum Sonnenaufgang versuchen wir alles, aber die Löwen gehen uns geschickt aus dem Weg. Kaffeepause im Buschcamp. Das Teewasser kocht noch nicht mal und schon kommt unangemeldeter Besuch. Da drüben ein Elefantenbulle. Der steht natürlich nicht zum Spaß da am Wasser rum, sondern weil er Hunger hat. Elefanten wie der, die brauchen bis zu 250 Kilogramm Grünfutter jeden Tag. Und zwar nicht irgendwelches Grünfutter, sondern eine Variation verschiedenster Pflanzen. Und dazu gehört eben ab und zu auch mal ein Schilfblatt. Angst vor mal trinken muss er übrigens nicht haben. Denn obwohl sie nicht so aussehen, Elefanten sind wirklich ziemlich gute Schwimmer. Und sie haben ja auch einen angebauten Schnorchel. François befürchtet, dass die Löwen in der Nacht den großen Impala-Herden gefolgt sind, ins Nachbarland Botswana. Für die Tiere ist die Natur hier noch grenzenlos, für uns allerdings nicht. François' Befürchtungen bestätigen sich. Nine tracks over here. Human tracks. Die Spuren führen direkt auf den Grenzfluss zu. Die Tiere scheren sich nicht um die schnurgerade Grenzlinie, die vor 100 Jahren von Menschen auf eine Landkarte gemalt wurde. Aber für uns ist hier Schluss. Unsere Löwenspur, die endet hier. Offenbar ist das Tier rüber nach Botswana unerreichbar für uns. Doch schon auf seinem nächsten Jagdausflug könnte es zurückkommen auf diese Seite. Und dann beginnt eine neue Episode in dem Konflikt zwischen wilden Tieren und Menschen. François und seine Kollegen schätzen, es wird noch mindestens 10 Jahre dauern, bis hier Voraussetzungen geschaffen worden sind, die den Löwen ein Überleben sichern. Erst dann, so hoffen sie, wird es keine Wilderer mehr geben und auch keine wütenden Bauern, die vorbeikommende Raubtiere einfach so erschießen. Hoffentlich behalten sie.